Jo Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde, beziehungsweise eine kleine Runde. Wir bauen heute hier weiter. Wie ihr an meinem Inventar seht, ich habe gerade ein bisschen von unserer letzten Strecke hier abgefarmt, die wir ja gebaut haben, um die Villager hierher zu bringen. Da unten habe ich die Schienen und so abgefarmt. Die habe ich jetzt, sind ein paar, weiß nicht, ob sie reichen werden oder nicht, mal gucken. Und sind unsere, seid ihr weitergekommen, Freunde? Habt ihr nochmal... Nee, habt ihr nicht? Nein, sie haben nicht. Okay, schade. Ich habe gehofft, dass sie nochmal ein Kind hier gemacht haben. Da doch, die haben ein Kind gemacht. Lol, schon wieder eins. Hallo, hallo. Ach, ihr seid so niedlich. Ihr werdet alle meine Gefangenen. Meine Freunde. Ja, hallo. Nee, aber wir werden heute die Bahn hier weiterbauen. Denn ich möchte ja eine Bahn dann haben, die bis zu unser Hause führt. Ich habe auch die Koordinaten von zu Hause, ist alles entspannt. Wir müssen aber erstmal auf eine bestimmte Höhe, weil wir sind, wie ihr seht, auf Höhe 133. Und das ist tatsächlich, wie man sich denken kann, ein bisschen zu hoch dafür, dass wir eine Untergrundbahn bauen wollen. Und deswegen wird das hier jetzt erstmal eine kleine Buddelei. Aber Leute, unsere 201 Dating-Fragen bieten uns wieder Unterhaltung. Aber ich habe meine 201 Dating-Fragen wieder offen und werde davon mal wieder wahrscheinlich ein paar beantworten zwischendurch. Aber als allererstes gehe ich mal ganz kurz auf. Leute, sag mal, eine kurze Frage. Ich bin aus Versehen ausgetappt, sorry. Eine kurze Frage zwischendurch an meine aktiven männlichen Zuschauer da draußen. Sag mal, läuft euch beim Zocken, wenn es in eurem Zimmer nur so ein bisschen warm ist, so ein Millimeter Grad? Ich habe mein Fenster offen und draußen sind, glaube ich, Minusgrade. Mein kompletter Arsch ist trotzdem nass. Also läuft euch Arschwasser einfach, wenn ihr am Zocken seid, so? Weil, Alter, bei mir, also wirklich jetzt, mein Arsch ist immer so nass, nachdem ich gezockt habe. So nass, ich muss immer meine komplette Unterhose wechseln, Alter. Weil der so nass geschwitzt ist, es ist so ekelhaft. So, beim Sitzen geht's, beim Sitzen merkt man es gar nicht. Und, lol, eine Höhle. Ich habe eigentlich keine Lust, mit meinen Villagern durch eine Höhle zu gehen. Die Höhle hier werde ich jetzt auch nicht ausleuchten oder komplett looten oder so. Wir werden einfach einen Gang bauen. So, keine Ahnung, mein Arsch ist immer so nass, so beim Sitzen merke ich es nicht. Aber sobald ich aufstehe und mich danach wieder hinsetze, das ist das schlimmste, das ekelhafteste Gefühl, was es gibt, wenn du dich mit einem nassen Arsch auf einen Lederstuhl setzt. Das ist widerlich. Einfach nur ekelhaft. Also wirklich jetzt. Da müsst ihr wirklich aufpassen, Freunde. Also wenn irgendjemand von euch es da draußen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Also ich finde das so ekelhaft. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in der Pubertät nur so. Aber ich hoffe wirklich, dass es irgendwann weg. Und Leute, ich muss mal ganz kurz an die Oberfläche gehen, weil ich brauche Holz, um mir Sticks zu craften. Und mit den Sticks können wir dann nämlich Fackeln machen. Und ich glaube, hier ist doch schon die Oberfläche safe, oder? Mist. Hätte ja sein können. Und wir werden auf jeden Fall auch wie heißen denn die Kisten Minecart machen. Wir müssen ja irgendwie den Stuff dann wieder nach Hause bringen. Theoretisch kann ich mir doch, ich bin jetzt einfach mal so, obwohl, oh mein Gott, ich bin auch so blöd. Warum baue ich denn das Holz ab, wenn wir hier diesen ekelhaften, hässlichen Kasten eh abbauen müssen? Leute, das Ding ist, ich habe Donnerstag eine Mathe-Klassenarbeit geschrieben. Ganz easy, ne, Mathe, also es gibt die Leute, die Mathe verstehen und die, die es nicht können. Ich bin einer, der es versteht, der es auch übelst easy findet. So, ich bin gefühlt in meiner Schule dezent unterfordert und mal jede Stunde und habe trotzdem Einser, Zweier, so richtig easy. Ja, aber ich bin halt einer, der es versteht, so. Und ich weiß nicht, ob meine Mom ist oder meine Schwester. Irgendjemand hat mir in der ganzen Familie erzählt, ja, Per schreibt eine Mathearbeit. Und jetzt hat mich heute Vormittag hat mich meine Oma gefragt. Jetzt mein Dad. Und meine Schwester heute früh auch. Und ich hab mir so, yo, was ist denn daran so besonders, ey? Ich schreib doch voll oft Klassenarbeiten und die sind doch immer gut. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist, Alter. So, dann lege ich mich hier auch gleich mal wieder ins Bett. Und da ist wieder ein Baby. Alter, Digga, die sind ja hier richtig am gegenseitigen Wegflanken, ne? Hier ist einfach schon wieder ein Baby. Was machen die Villager hier, Alter? Ihr seid ja richtig am Ackern, Alter. Da musst du rein. Genau. Alter, stellt euch mal vor, ihr macht ein Kind und jemand klaut durchgehend euer Kind einfach. Alter. Ja, und jetzt, Alter, wir sind einfach schon die Gang hier, gefühlt so. Minus 165, minus 73, 101. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg schon mal wenigstens.
So, Leute, wir müssen exaktieren. Wir sind jetzt hier bei minus 72 und jetzt will ich nur noch 100 Blöcke in die Richtung. Und dann sind wir tatsächlich schon da. Also es ist gar nicht mal so weit wie gedacht. Hast du eine Morgenroutine und wie sieht diese aus? Also wenn ich zur Schule gehe, ist meine Morgenroutine eigentlich, dass ich aufstehe. Das seht ihr dann immer auch auf Insta. Also nicht wie ich aufstehe, aber was mein Essen ist. Ich stehe auf, ziehe mir auf jeden Fall was an, mache mein Fenster zu, weil ich schaffe immer mit offenem Fenster, egal wie kalt es ist, seit ich liebe das offene Fenster. Aber wirklich schaffen mit offenem Fenster ist immer nur ratsam. Wie gesagt, ich schlafe immer auf einem Fenster, dann ziehe ich meine Klamotten an, Alter, weil ich schlafe auch immer splitterfasernackt, Leute. Ja, dann ziehe ich meine Sachen an, gehe runter, mache mir vorher Musik ins Ohr. Ich stehe früh immer mit Musik auf. Ich finde, Musik ist morgens übelst wichtig. Dann steppe ich runter, mache mir unten was zu essen, meistens 2 bis 3 Brote mit Nutella, manchmal auch Cornflakes, wenn wir leckere Cornflakes da haben. Trink einen halben Liter Wasser. Meistens, auch wenn es morgens echt manchmal echt eklig ist, Wasser zu trinken, so. Wasser morgens trinken ist das Beste, was du für deinen Körper tun kannst. Also wirklich, weil ihr schlaft 8 Stunden und dann habt ihr meistens noch durchs Schlafen, also nicht durchs Schlafen, aber nach dem Schlafen seid ihr dehydriert, weil ihr ja 8 Stunden kein Wasser hattet. Oder bei mir auch 5, 6 Stunden. Und dann Flüssigkeit am Morgen ist das Beste, was es gibt und das Beste, was ihr tun könnt dann für euren Körper. Und dann trinke ich, wie gesagt, meistens vor dem Essen noch einen halben Liter Wasser circa. Ess dann was, schaue nebenbei ein Video auf YouTube, vom PC esse ich. Danach suche ich meine Klamotten raus, beziehungsweise, was heißt raussuchen, ich nehme meistens von der Leine, weil ich es einfach davor den Tag gewaschen habe, weil ich gefühlt nur 2 Pullover habe und 3 Jogginghosen und eine Jeans. Dann schnappe ich mir das immer, ziehe das an, zieh es nicht an, ich schnappe es mir, gehe ins Bad, gehe duschen, gehe mir die Zähne putzen, dann ziehe ich mich an und unten föhne ich mir dann meistens auch die Haare, weil ich einfach keine Zeit habe, so, weil einfach die Zeit fehlt, um sie trocknen zu lassen. Dann, ja, ziehe ich mir meine Jacke an, schnappe mir meinen Rucksack und gehe zur Schule. Den Schulranzen packen tue ich tatsächlich immer am Vorabend, weil ich sonst weiß, dass ich einfach zu viel vergesse. Und da habe ich keinen Bock drauf. Oh mein Gott, ich bin so blöd, wir hätten hochgehen müssen. Ich bin ja noch 20 Blöcke zu tief. Und, oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Also jetzt mal for real, wer hat diesen Block hinter uns gesetzt? Ich habe mich gerade umgedreht, mein Hirn hat realisiert, fuck, ich habe da gar keinen Block hingesetzt. Ich baue den Block ab und ich dachte gleich, kommt der Todes-Jumpscare. Alter, hat man... Ich habe mein Wasser einfach weggesetzt. Hat man vielleicht gesehen, wie ich gerade absolut rumgezittert habe, wie so ein Anfall einfach. Alter, ich habe mich so erschrocken. Bin so schreckhaft. Irgendwann, so keine Ahnung, Leute, bei Folge 100 muss mir mal jemand versprechen, dass er so eine Relation erschreckt sich Compilation zusammenbaut. Ich habe das, glaube ich, schon so oft hinbekommen in Aufnahmen, dass ich mich wegen irgendeiner kleinen Scheiße in Minecraft so todes erschrocken habe. Und, Leute, da sind wir. Genau an der richtigen Position rausgekommen. Also, wenn das kein Skill ist, du... Und dann können wir hier direkt mal, also, das, jetzt kommt das nächste riesige Problem, was wir haben werden, ist, dass hier überall Monster spawnen, also wirklich überall und hier nichts ausgeleuchtet ist, heißt eigentlich jeder Villager, den wir hierher bringen, stirbt, heißt wir machen es einfach richtig easy, bauen das hier zu und bauen schnell einfach im Untergrund eine kleine Auffangstation, wo die dann hinkommen. Leute, brauchen Villager irgendwas zum Überleben? Nee, die brauchen... Ich glaube, die brauchen nichts zum Überleben. Dann können wir die hier nämlich einfach einsperren, in Anführungszeichen. So, Leute, ich habe jetzt hier überall die Schienen verteilt. Ich muss jetzt auch einmal die Strecke abfahren mit einem Minecart und mir Redstone-Fackeln en masse mitnehmen, damit ich das alles aktivieren kann. So, Leute, und jetzt müsste unsere Minecart-Strecke eigentlich schon funktionieren, da ich hier einsteigen kann. Und jetzt einfach gerade durchfahren kann. Es ist auf jeden Fall dezent richtig laut. Ich habe hier auch die Ecken breiter gemacht, dass sich die Villager da nicht in den Kopf stoßen. Aber wie gesagt, theoretisch müssten wir jetzt gleich zu Hause sein. Und dann kann ich eigentlich gleich den ersten Villager wieder mit bis nach ganz nach Hause nehmen. Okay, Leute, ich muss mir auf jeden Fall noch was Klügeres einfallen lassen, als das, was ich mir hier dachte. Ich habe gedacht, die Villager gehen da einfach in das Minecart, aber die haben ja gar keinen Bock. Steig da mal ein, Brudi. Die haben ja gar keine Lust, in das Minecart zu steigen. Brudi, du musst da rein. Der Typ will mich einfach... Der prankt mich einfach. Leute, kann ich die irgendwie beeinflussen, dass sie da vielleicht einsteigen? Weil irgendwie, wie ihr seht, haben die so absolut gar keinen Bock. Alter, willst du mich pranken? Du bist gefühlt einfach das Minecart. Du sitzt in dem Minecart drin und willst da nicht einsteigen, oder was? Okay, Leute, ich würde sagen, ich informiere mich zur nächsten Folge, wie wir es schaffen, dass die Villager da einsteigen oder ob das überhaupt möglich ist. Aber ich habe es ja bei den anderen auch geschafft, also müsste es eigentlich gehen.
Aber mal sehen, ich informiere mich da zur nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat die kleine, aber feine Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao. Das ist das schlimmste, das ekelhafteste Gefühl, was es gibt, wenn du dich mit einem nassen Arsch auf einen Lederstuhl setzt. Das ist widerlich. Einfach nur ekelhaft. Also wirklich jetzt, da müsst ihr wirklich aufpassen, Freunde.